Monika Hauser, Leiterin der Städtischen Galerie, hat mit Unterstützung der Volksbank Raiffeisenbank auch 2024 wieder ermöglicht, dass Künstlerinnen und Künstler mit internationalen Renommee ihre hochwertige Kunst an Hausfassaden repräsentieren können. Seit 2020 gibt es das Festival der Straßenkünstler, bei denen es bereits 28 Kunstwerke zu besichtigen gibt. Mein Name ist Daniel Westermeier, ich komme aus Erding, bin 42 Jahre alt. Unter dem Namen Mr. Woodland arbeite ich weltweit als Künstler. Also ich bin hauptberuflich Künstler, mache ich das hauptberuflich. Also arbeiten tue ich mit Sprühdose, mit Pinsel, mit Rolle und somit auch mit Streichfarbe. Einfach was für den Effekt, den ich erzielen möchte, am effizientesten ist oder wie es halt gut geht. Also große Flächen sind oft mit Rolle ganz gut. Aha. Strukturen, so kleine Härchen oder sowas, ist mit Pinsel immer ganz gut. Aha. Details in die Augen, aha, mit Pinsel ganz gut. Konturen mache ich gerne mit Sprühdose, weil es einfach flott geht und man nicht so oft eintunken muss. Und gerade bei so langen Linien braucht man halt einen konstanten, langen Strahl. Also ich zumindest bei meinem Stil her. Was mache ich da gerade? Der Nachfolger jetzt heißt Some Try Reaching the Stars While We Have Stolen the Moon. Also das heißt, viele versuchen nach den Sternen zu greifen, währenddessen haben wir aber den Mond geklaut. Also ist auch so ein bisschen, also Dare to Believe war ja Glaub an dich. Und die Jungs, das sind ja zwei Kinder, die ich da quasi in so Astronautenverkleidung gemacht habe. Man sieht es ja, also es ist ja alles nur so hin, also wie wenn es auf dem Dachboden einen Astronautenhelm finden. Und die Jungs haben es halt richtig ernst gemeint, also die haben an die geglaubt und die haben nicht nur nach den Sternen gegriffen, sondern quasi den ganzen Mond geklaut. Der hintere, der bei dem einen Huckepack sitzt, kriegt den auch noch, man sieht es vielleicht schon, da diese Rundung, der kriegt den Mond noch unter den Arm geschnallt, der wird auch dann noch so ein bisschen leuchten, wie ein richtiger Mond halt aussieht. Und das ist halt die Story oder der Gag. Sind zwei Lausbuben sind das. Also der eine, man sieht es ja, hat eine Leiter in der Hand. Natürlich, ich meine, die Leiter ist im realen Leben, wäre die 2 Meter hoch. Aber künstlerische. Genau, die haben es halt durchgezogen. Die haben halt einfach mit der Leiter sind die zum Mond geklettert und haben den Mond geklaut. Nach unten wird es dann immer heller, auch das Bild. Also da kommt so, man sieht es ja da schon, so ein Farbverlauf. Das soll eigentlich so sein. Weil das Dare to Believe, das erste Bild, war ja Sonnenuntergangsstimmung, also in die Nacht rein. Und das ist in Morgen rein. Also es ist quasi das Gegenstück. Aha. Ist auch von den Farben relativ, ich würde jetzt sagen, komplementär zum vorhergehenden. Aha. Und wie gesagt, das wird nach unten hin halt immer heller, das Bild, dass man checkt, okay, jetzt ist, keine Ahnung, 5 in der Früh. Und die haben halt so eine Nacht- und Nebelaktion gemacht und waren unterwegs und jetzt laufen sie auf dem Feld davor, wie 2 Lausbuben, die halt einen Schmarrn gemacht haben. Genau. Die spanische Malerin malte eine Menge von Zahlen und Buchstaben auf die Wand. Man dachte, es entstehen Formeln für eine Matheaufgabe. Doch 2 Tage später kam wie von Zauberhand erschaffen ein Gemälde zum Vorschein. Man könnte es betiteln als die 3 besten Freundinnen. Thank you.
Gut, das sind so die letzten Detailarbeiten. Ich sage dazu ja nicht Sprühfarbe, ich sage Öl der Straße. Eigentlich hat mich ein befreundeter Künstler hierher vermittelt, so mehr oder weniger. Weil der Bedarf und die Frage hier war, so ein Festival zu machen, so ein Mural Art Festival. Und dann kam eins zum anderen und dann hat man, wurde ich angeschrieben, Termin klar gemacht und dann, jetzt bin ich hier. Das erste Mal Rosenheim.